Ja, direkt nach dem Spiel, Endergebnis 0-0. Wir haben den Martin hier, es wird in die Mannschaft gerückt. Martin, ein gewonnener Punkt oder verlorene 2 Punkte? Was sagst du dazu? Ja, momentan ist jeden Punkt, den wir liegen lassen, jeder Punkt, den wir liegen lassen, ist ein verlorener Punkt. Und ich denke, das 0-0 geht zwar in Ordnung heute, aber wir hatten ja Chancen genug, in Führung zu gehen und das Spiel auch gewinnen zu können. Und deswegen denke ich, unterm Strich sind es verlorene 2 Punkte. Aber grundsätzlich sollten wir mit jedem Punkt zufrieden sein. Ich denke, wie gesagt, heute geht es in Ordnung. Ja, mit ein bisschen mehr Entschlossenheit und ein bisschen mehr Glück, vielleicht machen wir das 1-0 und dann gewinnen wir. Immer noch ohne Gegentor hier zu Hause, das soll auch hoffentlich so bleiben. Aber die 2 Punkte hätte ich schon noch gerne mitgenommen heute. Ja, da gebe ich dir recht. Und man konnte auch sehen, dass der SV die letzten 10 Minuten nochmal richtig Druck gemacht hat. Und es waren 2 gute Einschussmöglichkeiten. Einmal der Kopfball vom Anje und der Nachschuss von Mo, leider nicht reingegangen. Und somit 0-0. Kleiner Vorausblick auf Remscheid. Zur Halbzeit stand es dort 1-1. Endergebnis kenne ich noch nicht. Seid ihr vorbereitet auf Remscheid? Klar, wir sind voll motiviert und sind heiß auf das Spiel. Wollen unbedingt da gewinnen, wollen die Tabellenführung haben, wollen Remscheid schlagen und die auch langfristig hinter uns halten. Heute konnten wir da leider nicht den ersten Schritt zu setzen, aber wir brennen auf nächste Woche, sind körperlich in einer guten Verfassung, wie wir heute auch gesehen haben. In den letzten Minuten haben wir nochmal Gas gegeben, der Gegner war schon platt. Schade, dass es nicht gereicht hat. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nächste Woche die 3 Punkte in Remscheid holen und es wird ein geiles Spiel. Immer. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne.